Steline, komm, schnell! Wir müssen uns beeilen! Ja, Mats Fiete, was hast du denn? Ja, schnell, es ist doch bald Mutter-Basteline-Tag! Ach, Mats Fiete, du machst eine Hektik! Ja, ich hab noch was zu tun! Du hast noch was zu tun? Hallo Kinder, also heute ist ja schon wieder eine Hektik. Hm? Ja, wir werden schon noch rechtzeitig fertig werden, hm? Ja, aber trotzdem, wir müssen doch noch was machen. Ja, machen wir ja auch. Ja, wir fangen jetzt gleich an und ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir alles hergerichtet, was wir brauchen. Was brauchen wir denn? Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen heute auf jeden Fall das Papier. Ich hoffe, das ist den Hintergrund. Ich denke, das haben alle jetzt gemacht. Ne? Und wir brauchen natürlich die Blätter, die wir beim ersten Teil gemacht haben mit der Noppenfolie. Die brauchen wir auch. Und wir brauchen einen Stift zum Draufzeichnen und eine Schere und einen Kleber. Und genau. Und vielleicht noch bunte Stifte. Also das sehe ich jetzt dann. Ne? Und jetzt fang an. Ja, ich fange ja an. Also warum hast du denn heute so eilig, sag mal? Ich muss doch der Ronja helfen. Okay, gut, alles klar. Also gut, dann fangen wir halt mal an. Also das Blatt, das große, das lege ich jetzt erstmal da oben hin. Das brauchen wir jetzt noch nicht gleich. Jetzt brauchen wir erst einmal die Blätter da. Und da wollen wir ja eine Blumenwiese daraus machen. Also die Blumen und Tiere. Und hast du dir denn schon mal überlegt, was es denn für Tiere gibt und auf der Wiese? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Na also, was gibt's denn da? Dinosaurier! Auf der Blumenwiese sicher nicht. Dinosaurier. Nee, was weiß ich, Schmetterlinge oder irgendwelche Falter. Oh, das ist aber schwer. Nein, es ist nicht so schwer, weil die Basteline hat für euch extra, damit ihr dann ein kleines bisschen ein Motiv habt, habe ich extra so Blätter vorbereitet. Schaut mal, das sind jetzt so Tiermuster, die ihr nehmen könntet. Und das sind zum Beispiel so Blumenmuster. Und die stehen dann wieder auf meiner Homepage. www.die-pasteline.de Naja, www.die-pasteline.de. Lieb gemeint. Also, da findet ihr dann wieder alles, was ich da hier mache. Und genau beschrieben auch. So, und dann habe ich gedacht, jetzt fangen wir halt mal an. Also, Dinosaurier möchte jetzt eigentlich keinen machen. Und der ist jetzt auch nicht unbedingt auf der Wiese. Aber vielleicht können wir ja, oder fangen wir erst einmal mit den Blumen an. Die sind vielleicht ein bisschen einfacher. Ne? Also, ihr könntet natürlich jetzt zum Beispiel gucken, ob ihr irgendwelche Muster findet. Warte mal, Mats Fiete, ich habe hier zum Beispiel so ein Plätzchenform. Die haben ja manchmal auch ganz schöne Muster. Und da könntet ihr jetzt zum Beispiel das auflegen. Warte mal, Mats Fiete, ich zeige das mal. Einfach auflegen. Und dann mit einem Stift sozusagen drumherum fahren. Und dann habt ihr schon die erste Blume. Jetzt bin ich abgerutscht auch noch. Na. So. Genau, dann habt ihr schon mal das erste Motiv drauf. Oder was gibt es denn noch für Blumen? Na, vielleicht Tulpen. Genau, Tulpen ist ein ganz gutes Stichwort, weil Tulpen ist nämlich ganz einfach. Da wird jetzt hier ein neues Blatt. Na, da kann man nämlich, das könnt ihr auch, das ist ganz leicht. Und zwar so eine Tulpe sieht ein bisschen aus wie ein U. Magst du es mal? Ja, ich mag es schon. Also, mach mal ein U. Wie
Warum machst du das eigentlich hinten drauf? Das erkläre ich jetzt gleich, warum ich das hinten drauf mache. Jetzt mache ich erst einmal die Blume fertig. Also hier haben wir ein U und die offene Seite, da macht er dann einfach ein Zickzackmuster. Das ist ganz leicht. 1, 2, 3, 4. Und schon habt ihr eine Tulpe. Das ist ganz leicht. Und dann gibt es ja auch noch die Tulpen, die so ein bisschen so quer gefächert sind. Die sind auch ganz einfach. Die sehen ein bisschen aus wie ein W. Ein W. Da macht man das gleiche wieder. So. Aber nach draußen eben wie ein W. Und dann oben auch wieder ein Zickzack. Und warum hinten drauf? Ach, Matzfiete, warum hinten drauf? Ja, also wenn ihr das draufgezeichnet habt, dann ausschneiden. Warum mache ich das hinten drauf? Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal einen, da habe ich einen Schmetterling vorne drauf gemacht. Also man muss ja dann, wenn man es vorne drauf macht, erstens mal einen ziemlich dicken Stift nehmen, damit man das dann gut erkennt. Und dann ist es so, wenn man das ausschneidet, da muss man ganz sorgfältig ausschneiden, damit man dann eben den schwarzen Filzstift nicht so sieht. Und einfacher ist es halt, wenn man dann das Ganze eben umdreht und auf der Rückseite macht. Hm? So, Matzfiete, und was können wir denn für ein Tier noch machen? Na, vielleicht eine Schnecke? Eine Schnecke ist eine gute Idee. Die kann ich selber machen. Ja, wenn du das kannst, dann machst es du. Da, schau mal, da ist der Stift. Und dann probierst du es einmal. Naja, vielleicht. Erst sagen, ich kann's und dann, ich probier's. Du probierst's, okay. Also, die ist ja so länglich. Ja, das ist so länglich. Und hat ein Haus. Und hat ein Haus, genau. Und was hast du vergessen? Die Fühler. Die Fühler, genau. Und das Haus? Das Haus hast du schon drauf gemacht. Komm, wir zeigen es mal den Kindern, wie das aussieht. Das ist ganz leicht. Schaut mal, wenn der Matzfiete das kann, dann könnt ihr das sicher auch. So, und wenn wir jetzt alles gemacht haben, dann muss man es ausschneiden. Das mache ich jetzt dann gleich. Ich muss noch was machen. Du musst ja noch was machen. Zeig doch mal das mit dem Herz. Mit dem Herz. Also gut, ich zeige euch mal das mit dem Herz. Der Matzfiete möchte nämlich gerne sehen, wie man so ein Herz macht. Wie das da unten. Zeige ich euch mal, so wie man das macht. Und da habe ich jetzt auch extra für euch, das habe ich jetzt eben auch heute gemacht, extra für euch eine Beschreibung geschrieben, wie das so die einzelnen Schritte sind. Das sieht jetzt kompliziert aus, ist aber gar nicht so schwierig. Also wie gesagt, das ist dann so die Stufen, das mache ich dann, stelle ich auch auf der Homepage ein. Und ich zeige euch aber, wie das geht. Na, weil du willst das ja unbedingt haben. Ja, ich brauche das. Okay, du brauchst es. Also, ich habe jetzt hier ein kleines Stück von der Folie. Das ist meins. Ja, das ist deins. Habe ich mir schon gedacht. Weil nur blau habe ich jetzt gar nicht gemacht. Oh, das gefällt mir. Okay, das gefällt dir. Also, jetzt schaust du mal zu, Matzfiete, und ich zeig's jetzt mal, wie das geht. Also, am allereinfachsten geht's eben so, wenn ihr jetzt dieses Blatt, was ihr habt, einfach in der Mitte knickt und an der Knickseite sozusagen ein halbes Herz malt. Das ist nicht so schwierig. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar fange ich mit dem kleinsten Herzen an. Erst ein kleines Herz. Schaut.
Das ist das Kleine. Dann nehme ich einen anderen Stift, dass ihr es besser seht. Eins, das wo dann ein bisschen größer ist. Um das Kleine drumherum. So. Und dann nehme ich noch einen anderen Stift. Nochmal ein Herz. So. Und wenn ihr das jetzt dann so fertig habt, so, dann schneidet ihr das Herz aus nach den Linien. Also erst das große Herz. So. Und wenn man das jetzt nämlich auseinanderklappt, dann habt ihr ein ganz gleichwinkliges Herz. Ja? Das ist nämlich sonst, wenn man das ganze Herz in einem zeichnet, ist das eben, hat man dann nicht immer das Glück, dass das gerade so passt. So, dann schneidet ihr das blaue, also die zweite Linie, aus und die dritte. Und dann habt ihr drei Herzen. Wenn man jetzt die alle auseinanderklappt, dann sind es jetzt drei Herzen, zwei offene und ein geschlossenes Herz. So. Und für dieses besondere Herz nimmt man das kleinste und das größte und klebt die dann entsprechend auf. Hm? Ja, das ist ja ganz einfach. Ja, das ist wirklich ganz einfach. Jetzt helfe ich mal der Ronja. Okay, jetzt hilfst du mal der Ronja. Na, bis gleich. Bis gleich. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh, gut. Gut. Ich schneide jetzt erstmal alle Sachen aus und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So, ich habe jetzt alles ausgeschnitten und teilweise schon aufgeklebt. Ich wollte euch bloß noch sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann alles ausgeschnitten habt, bevor ihr gleich zum Kleben anfangt, legt erstmal eure Sachen auf das Blatt und guckt, wie das am besten wie wo ausschaut. Und wenn er dann sagt, ja, okay, so will ich das haben, dann erst kleben. Das kann ich jetzt auch mal kurz machen. Ich habe mir das jetzt hier schon so überlegt. So, was fehlt jetzt noch? Es fehlt der Blütenstiel und die Blätter fehlen. Also da kann man jetzt zum Beispiel nochmal Wasserfarben rausholen und mit den Wasserfarben die den Blütenstängel machen und die Blätter. Man kann aber auch zum Beispiel einen Filzstift nehmen, einen grünen oder so. Und das ist jetzt dann ganz einfach. Einfach Stängel dann machen. Ja, aber ich glaube, mit Wasserfarben sieht es dann fast noch ein bisschen schöner aus. Aber das möchte ich jetzt nicht. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr das dann am besten machen wollt. Und dann könnt ihr da jetzt auch noch Blätter drauf machen. Und genau, und bei dem Herz, das habe ich jetzt auch schon aufgeklebt, da kann man jetzt zum Beispiel so machen, als wenn das ein Luftballon wäre. Und dann da sozusagen wie eine Schnur machen und vielleicht eine Schleife noch dran binden. Und dann sieht es auch ganz lustig aus. Schaut mal. So kann das dann aussehen. Ich habe schon mal ein Bild vorbereitet gehabt. Da zeige ich euch nochmal, wie das dann aussehen kann. Mit den verschiedenen Sachen und Tieren. Also das kann wirklich ein ganz tolles Geschenk sein für die Mama. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr das ganz gut gefällt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und nicht vergessen, die Welt ist bunt und Farbe macht glücklich. Bis zum nächsten Mal. Komm, Mats Fiete, schalt noch mal ein. Ja, ich bin schon dabei. Ich glaube, es hat schon geklappt. Zeig mal. Ja, es hat schon geklappt. Hallo Kinder. Die Pazeline ist jetzt nämlich weg.
und wir wollten euch unbedingt unser Bild zeigen, was wir extra gemacht haben. Schaut mal. Für die Pasteline. Wir haben nur Luftballons gemacht. Und Herzen. Und weißt du was, Matsfide? Was denn? Wir haben für den Glitzer vergessen. Ach ja, das müssen wir noch machen. Das machen wir gleich noch. Also tschüss, viel Spaß beim Mutter-Pasteline-Tag. Tschüss, bis bald.